Moin Leute und herzlich willkommen zu Fishing Hacks. Mein Name ist Ino und wie ihr seht, sitze ich hier vor sehr, sehr viel Kram, viel Bastelkram, Werkzeug, Haken und einzelne Hardbaits. Heute soll es nämlich um das Thema Wobbler-Tuning gehen bzw. Wobbler-Reparatur. Also die Fragen, die ich heute gerne beantworten möchte, sind: Wie bekomme ich Wobbler, die vielleicht schlecht laufen, sich anfangen zu drehen oder sowas, wieder repariert, sodass sie wieder vernünftig laufen? Wie kann ich Wobbler vielleicht so tunen, dass sie ein anderes Laufverhalten zeigen, in anderen Tiefen einsetzbar sind, schwebenden Wobbler zum sinkenden Wobbler werden oder vom schwimmenden Wobbler zum schwebenden Wobbler? Und genauso auch die Frage, wie man vielleicht ein bisschen fischschonender wobbeln kann. Das heißt, die Abrüstung von Wobblern auf Einzelhaken werden wir natürlich auch thematisieren. Damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird als das, was jetzt hier vor mir liegt, werden wir uns Stück für Stück da durcharbeiten. Wir fangen so ein bisschen beim einfachen Teil an und arbeiten uns zu den komplexeren Bastelschritten hin, sodass ihr Stück für Stück das Ganze nachvollziehen könnt und gegebenenfalls auch mitarbeiten könnt. Das Erste, was wir machen wollen, ist, dass wir ein Hardbait abrüsten. Das gilt natürlich nicht nur für Wobbler, funktioniert auch bei Jerkbaits, bei Poppern und anderen Hardbaits. Wir wollen also von diesen zwei Drillingen, die meisten Wobbler sind ja mit zwei oder sogar drei Drillingen ausgestattet, runter auf weniger Haken. Gerade bei kleinen Ködern gibt es hier manchmal Probleme mit dem Gewicht, da ein Drilling mehr wiegt als ein Einzelhaken oder ein Drilling natürlich auch mehr wiegt als gar kein Haken, sofern man auf einen Haken oder auf einen Drilling umrüsten möchte. Aber auch bei dem Problem lässt sich Abhilfe schaffen. Was brauchen wir also? Wir brauchen den Wobbler, den wir bearbeiten wollen. Wir brauchen Einzelhaken in passender Größe. Ich würde euch empfehlen, hier Haken zu nehmen, die ein großes Öhr haben. Das lässt sich deutlich leichter arbeiten. Und auch Haken, die ein Öhr haben, was parallel zum Hakenbogen verläuft. Diese gewährleisten, dass die Haken in der richtigen Richtung sitzen und damit auch die Hakrate sehr, sehr effizient bleibt. Dann als Zweites würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall eine Sprengringzange oder eine Sprengringschere zu benutzen. Sprengringzangen haben so kleine Nasen hier vorne, um Sprengringe zu öffnen. Sind sehr, sehr praktische Angeltools. Die solltet ihr auf jeden Fall in der Angeltasche haben. Wie immer verlinke ich euch die Produktgruppen und Produkte, die ich benutze, unten in der Videobeschreibung, falls ihr irgendwas braucht. Als Weiteres empfehle ich auch noch Sprengringe dazu haben in verschiedenen Größen. Das ist deswegen wichtig, weil zum Teil Sprengringe vielleicht kaputt sind, die ausgetauscht werden müssen oder eben keine Sprengringe verbaut sind. Haken müssen manchmal aufgekniffen werden, da kann man dann Sprengringe einsetzen. Und für die Leute, die den Köder auch ein bisschen nachtarieren wollen, empfehle ich entweder so ein Bleidraht. Ich glaube, das findet ihr im Internet unter dem Begriff Bleischrift. Das hier ist kein echter Bleidraht, lässt sich aber ähnlich verarbeiten und reicht, glaube ich, um das Ganze anschaulich zu machen. Und dann empfehle ich euch auch noch eine Feinwaage, also eine Waage, mit der ihr wirklich auf zwei Nachkommastellen abwiegen könnt. Gerade bei kleinen und Kleinstwobblern ist es zum Teil nötig, die Gewichte der Haken beizubehalten, wenn ihr die Wobbler abrüstet. Der erste Schritt zu einer Abrüstung, wenn wir unseren Wobbler genauso fängig halten wollen, aber die Fische ein bisschen schonen wollen, das gilt vor allen Dingen immer dann, wenn wir viel untermaßige Fische fangen oder eben auf Barsche wobbeln, zwischenzeitlich aber immer mal Hechte fangen, die wir zurücksetzen möchten, dann empfehle ich euch erstmal auf jeden Fall die Widerhaken anzudrücken. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es reduziert deutlich die Handlingdauer und die Handlingdauer, wie ihr vielleicht wisst, ist einer der kritischsten Punkte überhaupt, wenn es um Catch and Release geht. Das heißt, wenn Fische zurückgesetzt werden sollen, dann haben sie die größte Überlebenschance, wenn sie direkt nach dem Fang abgehakt werden konnten, ohne großes Gefummel. Und das ist auf jeden Fall ohne Widerhaken besser gewährleistet. Das Gleiche gilt natürlich auch so ein bisschen für eure eigene Sicherheit. Angerückte Widerhaken sind auch immer eine schöne Sache, wenn man sich selber ein Drilling irgendwie in den Finger gehauen hat. Das passiert natürlich auch zeitweise, wenn man zum Beispiel Hechte abhakt, die sich nochmal schütteln. Und gerade bei Ködern mit mehreren Drillingen ist das wirklich schnell gemacht. Ihr müsst dabei keine großen Sorgen haben, dass euch mehr Fische aussteigen. Wenn ihr die Fische im Drill ganz normal auf Spannung haltet, dann ist die Chance sehr, sehr klein, dass diese Haken wieder rausrutschen. Gerade bei mehreren kleinen Drillingen und dünndrähtigen Haken ist das eigentlich die Regel, dass die Catchrate genauso hoch ist wie mit Widerhaken. Also diese brauchen wir tatsächlich nicht. Wollen wir jetzt beim Abrüsten aber noch weitergehen? Schaffen wir uns am besten erstmal ein kleines bisschen Platz zum Basteln. Nehmen unsere Feinwaage zur Hand. So. Und sollten anfangen, die Drillinge hier vom Köder zu entfernen. Das Ganze geht natürlich auch ohne Sprengringzange, allerdings ist es mit sehr, sehr viel komfortabler und ihr schont auf jeden Fall eure Fingernägel. Ich drücke den Sprengring also auf und ziehe den Drilling einmal hier durch die geöffnete Öse. Wenn ich den Sprengring schon mal offen habe, kann ich am besten auch direkt schon meinen Einzelhaken nehmen. Ihr solltet bei der Suche nach passenden Haken euch ungefähr am Hakenbogen des Drillings orientieren. Hier habe ich mit einem Zweierhaken ungefähr die richtige Größe getroffen. Da nehme ich mir auch direkt zwei aus der Packung. So, und kann dann, während ich den Drilling hier aushake, den Einzelhaken auch direkt anhängen. Hierzu sei gesagt, dass Einzelhaken mit dem Hakenbogen bzw. der Hakenspitze nach oben eingehakt werden sollten, sofern es sich um den hinteren Haken des Köders handelt. So sieht das Ganze dann aus.
Das ist immer dann sinnvoll, weil wir einfach eine geringere Hängerquote dadurch haben. Der Haken legt sich hier schön nach oben, geht auch schön übers Kraut und die Hakrate ist mindestens genauso gut wie bei umgedrehten Haken. Wenn wir jetzt also wissen wollen, wie sich das Ganze gewichtsmäßig verhält, wiege ich einmal unseren Drilling hier aus. Da haben wir ein Gewicht von 0,73 Gramm. Vergleiche das mit unserem Einzelhaken. Hier haben wir ein Gewicht von 0,25 Gramm. Das bedeutet, wenn ich das Ganze jetzt anpassen möchte, müsste ich mir hier ein Stück meines Bleidrahtes oder meiner Bleischrift, ich würde euch empfehlen, etwas dünneres zu nehmen als das hier. Bleidraht ist allerdings auch deutlich schwerer als dieses Produkt, abkneifen und zusammen mit dem Haken auf die Waage legen, sodass ich wieder auf meine 0,7 Gramm komme. Ihr braucht da in der zweiten Nachkommastelle euch keine Gedanken zu machen. Es reicht in der Regel, wenn das Endprodukt ungefähr so schwer ist wie euer Ausgangsprodukt. Achtet wie immer bei der Verarbeitung mit Blei darauf, dass ihr idealerweise Handschuhe tragt. Gerade wenn man an dem Zeug rumbiegt, ist das nicht ganz ungiftig. So, ihr könnt also den Bleidraht idealerweise auf den Hakenschenkel biegen. Das geht auch sehr, sehr fest. Und wer auf Nummer sicher gehen will, fixiert das Ganze mit einem kleinen Tropfen Kleber. So einen bebleiten Haken kann ich jetzt hier an meinen Wobbler anbringen und erhalte damit die gleiche Balance, die der Wobbler auch vorher schon hatte. Das bedeutet, wenn ich also von Drillingshaken auf Einzelhaken wechsle, habe ich damit die Balance des Köders nicht gestört. Im Normalfall ist das, wie gesagt, nicht unbedingt nötig. Gerade dann, wenn Wobbler etwas größer sind, müsst ihr euch hier relativ wenig Gedanken machen. Es kann allerdings dazu kommen, dass Kleinstwobbler, die vielleicht vorher wie ein Suspender funktioniert haben, also bei Spin-Stops beispielsweise im Wasser schwebend verblieben sind, dann zu aufsteigenden Wobblern werden. Das kann natürlich auch eine super Sache sein, wenn ihr viel beim Krautfisch die Wobbler kurz aufsteigen lassen wollt, an Steinpackungen oder am Kraut, dann ist das sicherlich gewünscht. Ansonsten würde ich euch, wie gesagt, empfehlen, das Gewicht, was ihr hier entnommen habt, wieder aufzutragen. Der vordere Haken, auch das ganz, ganz wichtig, sollte natürlich mit dem Hakenbogen nach vorne montiert sein. Machen wir das nicht, würde sich beim laufenden Wobbler der Haken hier falsch rum an den Körper legen, nämlich so. Und damit wäre dieser Haken natürlich für beißende Fische wirkungslos. Das ist nicht das, was wir wollen. Dieser sollte also so umgedreht werden. Die Hängergefahr ist mit Einzelhaken auf jeden Fall auch verringert im Vergleich zu Drillingshaken. Beim Hakentuning gibt es noch einen weiteren Punkt, die Haken ein bisschen zu verschönern. Ihr könnt eure Haken mit Glitterfäden, mit Federn, das gibt es alles im Fliegenfischerbereich beispielsweise. Roter oder weißer Garn eignet sich auch. Das funktioniert auch mit einer sehr dünnen Schnur, also zum Beispiel ein Stück geflochtene Schnur eignet sich hier auch wunderbar. Das wickelt ihr zweimal rum, knotet das Ganze fest und fixiert das dann am besten auch mit einem Tropfen Kleber. So habt ihr dann also einen schön geschmückten Haken, der unter Wasser nochmal schön spielt und den Wobbler ein bisschen größer wirken lässt. Das ist manchmal ein Schlüsselreiz, der sich auf jeden Fall lohnt. Das lohnt sich gerade dann, wenn ihr euren Wobbler auf einen Drilling umrüsten wollt oder auf einen Einzelhaken. Denn der hintere Haken hat damit nochmal einen Zusatzreiz und es wird damit auch eher noch zum Aggressionspunkt für die Fische, sodass die Bisse häufiger auf den hinteren Teil des Wobblers kommen als auf den vorderen. Auch so erhöht ihr gegebenenfalls nochmal die Hakrate weiter. Zwei weitere Möglichkeiten, um eure Wobbler zu tunen, also das Gewicht vor allen Dingen des Wobblers zu verändern. Vielleicht gerade dann, wenn ihr auf Einzelhaken gewechselt habt, nicht mit Bleidraht arbeiten wollt oder einen schwebenden Wobbler zu einem sinkenden machen möchtet, beziehungsweise einen schwimmenden Wobbler zu einem schwebenden, könnt ihr hier auch weiteres Blei am oder im Wobbler anbringen. Zum einen kann man hier unten ganz einfache Bleidots, die findet ihr eigentlich überall im Internet, ankleben in gewünschter Anzahl. Könnt ihr mit der Sinkgeschwindigkeit oder das Sinkverhalten schnell anpassen. Wenn das Ganze zu viel geworden ist, zieht ihr einfach einen Dot wieder ab und könnt die Sache dann im Eimer am besten sehr, sehr schnell einleveln, so wie ihr das braucht. Eine andere Option ist ganz normales Bleischrot. Dieses Bleischrot lässt sich wunderbar mit einem Hammer platt schlagen oder platt klopfen. Man kann das auch mit einer Zange machen, einfach in eine Zange einklemmen und platt drücken. Dieses plattgedrückte Blei könnt ihr an eurem Wobbler ankleben. Ich empfehle euch, das Ganze entweder im vorderen oder auch im mittleren Bereich zu machen, also ungefähr im Schwerpunkt des Wobblers. Diesen findet ihr relativ leicht, wenn ihr den Wobbler mal auf eine schmale Ablage legt. Da kann man ganz gut gucken, ja, hier ungefähr der Balancepunkt scheint diese Hakenaufnahme zu sein. Wenn ich möchte, dass mein Wobbler waagerecht Richtung Grund sinkt, dann sollte ich dieses Stück Blei also direkt hinter der Hakenaufnahme anbringen. Wenn ich möchte, dass mein Wobbler eher ein bisschen kopfwärts sinkt, weiter vorne. Und wenn ich möchte, dass er ein bisschen zurückrutscht, heckwärts sozusagen, um dann gleich wieder nach oben gezupft zu werden, dann bringe ich das Blei weiter hinten an. Das macht ihr idealerweise mit ein klein bisschen Kleber. Hier eignet sich zum einen Sekundenkleber, sofern er wasserdicht ist. Das funktioniert allerdings nur bedingt, da Sekundenkleber oft dazu führt, dass Blei oder Farbe eures Köders anlaufen werden. Ich empfehle euch hier eher einen wasserfesten Reparaturkleber. Ideal geeignet ist ein 2-Komponenten-Epoxidkleber. Den findet ihr im Modellbaubereich und auch in jedem Baumarkt.
Damit kann man hier sehr, sehr gut arbeiten. Das hier ist ein Reparaturgel, das auch wasserfest ist und eigentlich für alle Materialien geeignet ist. Ich bringe jetzt hier also meinen Blei auf. Ich habe jetzt hier 1 Gramm angebracht, sodass mein Wurfgewicht sich etwas erhöht hat und auch die Sinkrate des Wobblers sich geändert haben dürfte. Eine weitere Möglichkeit, um das Sinkverhalten eures Wobblers zu ändern, die allerdings etwas endgültiger ist, ist das Einfüllen von Gewichten. Ihr müsst dazu den Körper des Wobblers anbohren. In der Regel sind Wobbler hohl. Das gilt natürlich nur dann, wenn diese aus Kunststoff sind. Gerade bei durchsichtigeren Modellen kann man auch in den Wobbler reinschauen und sieht dann schon die Hohlräume, in die man Gewichte einfüllen kann. Da sieht man ganz schön jetzt das Loch im Wobbler. Jetzt habe ich mehrere Optionen. Entweder fülle ich hier vorsichtig Wasser ein, das funktioniert am besten, den Wobbler einfach unter Wasser zu halten und an den aufsteigenden Blasen ungefähr abzuschätzen, wie viel Wasser in den Köder rein muss. Dann könnt ihr auch direkt testen, ob euch das Sinkverhalten gefällt. Ein Köder, der Wasser enthält, wird meistens eher zum schwebenden Köder als zum sinkenden, verbessert aber deutlich die Wurfeigenschaften, da das Wasser im Wurf nach hinten in den Köder rutscht und dementsprechend wie so ein Weight Transfer System funktioniert. Eine andere Möglichkeit ist Bleischrot. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr sehr, sehr kleines Bleischrot oder eben ein etwas größeres Bohrloch habt. Ich habe jetzt hier ein etwas großes Loch gebohrt. Das liegt daran, dass mein Bleischrot auch relativ grob ist. Jetzt nehme ich mir hier ein paar Kugeln. Idealerweise drückt ihr die vorher einmal zusammen. Dann passen sie auf jeden Fall in euer Bohrloch rein. Die drücke ich dann hier einfach einzeln rein, bis ich das gewünschte Gewicht erreicht habe. Man sieht ganz schön, wie die Bleikugeln jetzt hier im Wobbler in der Hohlkammer sich bewegen. Ich habe also damit zum einen den Sound des Wobblers geändert und natürlich auch die Flugeigenschaften ganz eklatant. Jetzt kann ich zwischendurch testen, ob sich die erwünschte Sinkgeschwindigkeit ergeben hat. Ist das der Fall, schließe ich das Loch idealerweise mit Epoxidharz. Gerade wenn ihr ein größeres Loch gebohrt habt, solltet ihr auf jeden Fall Epoxidharz verwenden. Ansonsten reicht auch wieder unser Reparaturkleber. Das war's auch schon wieder für heute mit Fishing Hacks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, da freue ich mich immer. Lasst für den Kanal auch ein Abo da, dann freuen sich alle Mädels und Jungs hier bei Hecht und Barsch. Und wie immer gilt, Themenvorschläge, Fragen, konstruktive Kritik und so weiter unter dem Video posten. Auch heute verlose ich wieder was unter allen Kommentaren. Und zwar ein Salmo Hornet in der schwimmenden Version, sodass ihr da noch ein bisschen tunen könnt, wenn ihr möchtet. Gewicht sind 7 Gramm und der Köder ist 5 cm groß. Für die Leute, die auch noch abrüsten wollen, was ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, lege ich auch noch eine Packung Gamakatsu-Haken mit drauf in der Hakengröße 2. Die sollte gut passen für diese Wobblergröße. Macht's gut, viel Spaß am Wasser!